Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Montag, einen guten Start in die neue Woche. Ja, für unsere Sex-Omi, die 83-jährige Dame hier, da beginnt die Woche gar nicht gut. Sie hat sich ein Sexverbot aufgelegt. Der Grund dafür, man musste zu oft in die Notaufnahme. Wir wissen allerdings nicht, ob der Loverboy oder die interessante, attraktive Dame dort eingeliefert wurden. Das könnt ihr ja selbst mal nachlesen. Ja, Reisen per Gedanken, dazu braucht man schon jede Menge Intelligenz. Allerdings hilft nur künstliche Intelligenz. Unsere menschliche Intelligenz wird dafür nicht ausreichen. Es sei denn, man gehört einer allwissenden Expertengruppe an. Apropos allwissende Expertengruppe, da kommen wir doch glatt zu unserer Ampelregierung. Unsere Innenministerin, die beklagt sich darüber, dass eine gewisse Stimmungsmache herrscht in unserem Land für die neuen Ausländer-Einbürgerungsgesetze. Und sie meint, dass das für ein modernes Einwanderungsland überhaupt beschämend ist. Wir fragen uns, wo kommt der Begriff modernes Einwanderungsland eigentlich her? Vielleicht haben wir uns zu viel in unserer Nachbarschaft umgeschaut. Eins muss man der Ampelregierung allerdings lassen. In Sachen Finanzen, besonders eigene Finanzen, sind sie wirklich Experten. Und sie sind auch Experten darin, all ihre Pläne einigermaßen, nicht zu vertuschen, aber zumindest doch ein wenig, hinter einem Vorhang zu verschleiern. Die FDP ist einige Male umgefallen. Es betraf allerdings oft nur den Kleinbürger und den Mittelstand, Wenn es ums große Geld geht, da sagen selbst SPD und die Grünen, die FDP darf nun auch mal Recht behalten. Und so glauben wir, dass es zu einer Reichensteuer nicht kommt, dann hat sich die FDP endlich mal richtig durchgesetzt und die Reichen dürfen sich freuen. Wie dem auch sei, Leute, es bleibt dabei, schaut über den Tellerrand, es bröckelt und bröselt. Wir werden weiterhin auf die Straße gehen. Ich hoffe, ihr geht auch weiter auf die Straße, sagt eure Meinung, überzeugt Leute, auch wenn es sehr schwer ist. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.